Hallo Sams, du bist ja wieder da. Schön. Ja. Aber die Kirche, ja, du bist jetzt der Einzige da. Naja, weißt du, das mit Corona ist immer noch nicht ganz vorbei. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Oh. Und selbst wenn wir bald wieder in die Kirche dürfen, müssen wir darauf aufpassen, dass nicht zu viele Leute da sind und dass sie auf jeden Fall sich nicht anstecken können. Mhm. Das ist ganz wichtig. Aber wo du schon da bist, könnten wir doch eigentlich nochmal eine Geschichte anschauen. Ja, das wäre wunderschön. Weil ich habe heute eine Geschichte, da braucht einer auch ganz schön langen Atem. Genauso wie wir das jetzt ja auch immer wieder brauchen. Mhm. Na dann, auf geht's. Jawohl. Und zwar geht's heute um Elia. Der Elia, das war ein Prophet. Also einer, der immer ganz viel von Gott erzählt hat. Und der auch immer guten Kontakt mit Gott hat. Mhm. Und der war auch richtig erfolgreich. Der hat andere Priester besiegt, könnte man sagen. Und hat den König damit auch ziemlich vor den Kopf gestellt eigentlich. Und naja, die Frau vom König, die fand das überhaupt nicht lustig. Weil die gesagt hat, wenn jemand den König so demütigt, das können wir nicht so lassen. Mhm. Und deswegen hat die Frau, die Isabel, gesagt, den Kerl, den Elia, den muss ich umbringen lassen. Und da hat der Elia so richtig Angst gekriegt. Und ist erstmal weggelaufen. Und die ganzen Erfolge, die waren weg. Und dass der so Kontakt zu Gott hatte, das hat er überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Mhm. War lauter Angst. Und dann hat er sich in die Wüste gesetzt, unter einen Wacholderstrauch und wollte eigentlich nur noch sterben. Mhm. Und das hat er Gott auch gesagt. Was soll das Ganze denn noch? Ich möchte am liebsten sterben. Mhm. Und so traurig hat er da gesessen, da ist auf einmal ein Bote von Gott gekommen, ein Engel. Und der hat ihm erstmal was zu essen und zu trinken gegeben und hat gesagt, steh auf und iss, du brauchst jetzt Kraft. Und der Elia, der hat gegessen und getrunken, war aber immer noch so müde, dass er immer noch geschlafen hat. Und dann ist noch ein zweites Mal ein Engel gekommen und er konnte noch mal was essen. Und der Engel hat ihm gesagt, Elia, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Nach dem zweiten Mal Essen hat er wirklich wieder Kraft gekriegt und konnte weitergehen. Aha. Dann hat er aber immer noch überlegt, wie es jetzt weitergehen könnte. Und er hat aber Gott mit ihm gesprochen. Und Gott hat gesagt, ich will dir begegnen, weil der genau gewusst hat, der Elia, der braucht jetzt wieder irgendwas, was ihn vorwärts bringt. Aha. Da hat der Elia also da am Berg von der Höhle gesessen und hat gewartet, weil er ja wusste, Gott kommt irgendwie, der begegnet mir. Da kam zuerst mal ein ganz starker Wind, ein Sturm, dass der Elia schon Angst hatte, die Felsen, die fallen jetzt gleich runter. Da hat er gedacht, da muss Gott doch jetzt sein. Und er hat gemerkt, irgendwie ist Gott da nicht. Und dann kommt ein Erdbeben, da wackelt die ganze Erde, da hat er schon wieder gedacht, na jetzt muss er aber da sein. Und wieder nichts. Und das gleiche nochmal mit dem Feuer. Da kam ein großes Feuer. Und auch da war Gott nicht drin. Nein? Nein. Der Elia, der musste erstmal ganz schön warten. Ja, wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Ja, und dann ist der Elia erstmal still geworden und hat überlegt. Und dann kam so ein ganz, ganz zarter Windhauch. Und der hat den Elia berührt und da hat er gemerkt, jetzt ist Gott bei mir. Und dann hat er wieder Kraft gekriegt und dann konnte er wieder weiter von Gott erzählen und weiterlaufen. Ganz wichtig war aber, dass er erstmal auch Zeit für sich und für Gott hatte, dass er wieder so im Kopf gemerkt hat, da ist Gott überhaupt. Mhm. So war das mit dem Elia. Und ich denke, uns geht es manchmal ähnlich. Wir brauchen einen ganz schön langen Atem und denken, wann kommt es denn jetzt endlich? Wann geht's weiter? Und dann ist es manchmal gut, wenn du dich einfach hinsetzt, dir ein bisschen Zeit nimmst und vielleicht auch mal betest. Zeit für dich und für Gott. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Ein bisschen gruselig und traurig und dann aber doch mit einem guten Ende. Genau. Wollen wir uns jetzt auch Zeit nehmen, um mit Gott zu sprechen? Auf jeden Fall. Prima!
Und wo? Ich würde sagen, wir gehen wieder vor an den Altar, weil dann können wir wieder auf Jesus schauen direkt. Oh ja. Dann lasst uns jetzt gemeinsam beten. Guter Gott, manchmal brauchen wir viel Geduld und jemanden, der uns wieder Mut macht. Du bist da, auch wenn ich das nicht immer merke. Du begegnest mir in der Stille. Gib mir Kraft und gib all denen Kraft, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Amen. Ja, und jetzt, wie immer, würde ich sagen, schließen wir mit dem Segen. Oh ja! Denn Gott will auch diese Woche wieder bei euch sein. Mhm. Und so segne und behüte euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. So, dann alles Gute, bleibt gesund. Ja, auch von mir eine gute und gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal. Ade. Servus! Yeah.